Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir müssen heute leider eine kleine Fastrunde machen, weil ich wirklich heute sehr viel Zeit gewastet habe und deshalb werden wir mal schnell schauen, was es noch zu tun gibt. Ich weiß, mir das Schneewittchenherz zu holen, das war doch... Gib mir wen das Herz einer normalen Weivern, Schneewüvern, Weivern, Wüvern. Das haben wir auch schon besorgt, oder? Da können wir auch direkt zu Vivienne zurück. Die muss das ja für ihren Trank haben. Okay, also können wir dann jetzt erstmal zur Himmelsfeste zurückkehren. Oder kann ich das mit ihr direkt hier machen? Wahrscheinlich nicht. Das hat das Spiel nicht berücksichtigt, dass man sich mit seinen Leuten unterhält, während man neben ihnen steht. Wo bist du? Himmelsfeste. Reisen. Mir tut die Lippe weh. Aua. Da ist die eine Seite der Lippe wieder in Ordnung, dann greift die andere Seite wieder auf, als wenn wir tiefen Winter haben. Dabei haben wir jetzt endgültig mal Sommer. Und da habe ich mich online schon informiert, was man macht gegen eingerissene Lippen an der Seite, im Mundwinkel. Und da soll man halt zum Arzt gehen, wenn es ganz schlimm wird. Weil da können sich nämlich Bakterien einnisten. Aber ich hoffe mal nicht. Gibt es was zu entscheiden? Nein. Haben wir das Vieh überhaupt getötet? Doch. Wir hatten das Vieh auch getötet, oder? Vor allem total super. Dass er als Quest nicht angezeigt wird. Ist es zu verwegen, zu hoffen, dass ihr mir das Herz der Schneewivern bringt? Der Schneewivern. Ich habe es und jetzt redet. Wenn ihr das Herz der Wivern wollt, müsst ihr mir sagen, wozu ihr es braucht. Ich mache sogar noch mehr, mein Lieber. Gebt mir das Herz und ich zeige euch, wozu ich es brauche. Was sagt ihr dazu? Soll ich ein falsches geben? Na, ich gebe ihr das Richtige. Ein Herz wie verlangt. Wie nett von euch. Hier, nehmt das als Bezahlung. Ich muss mich gleich ans Werk machen. Ihr wart mir ein guter Freund und ich möchte, dass ihr mitkommt. Wohin? Hallo? Dialog? Fehlt da jetzt nicht was? Zum Kunden oder was, für wen die das gemacht hat. Das hier sollte nur einen Moment dauern, Inquisitor. Ich bin hier, Liebster. Vivienne. Ja, Liebster. Es wird alles gut, mein Herz. Liebster? Bastian? Ach, verdammt. Hier ist nichts mehr, was mich noch hält. Wie emotionslos insgesamt. Gib es doch nicht. Toll. Jetzt bin ich einfach wieder hier. Und das war so gesehen dann die Quest erstmal. So, Gott der Geheimnisse, erkunde das Gebiet. Ah, ein vergessener Tempel. Also nehme ich aber lieber eine Folge, wo ich mehr Zeit habe.
So, der besänftigte Geist. Da können wir natürlich auch die Sachen holen. Finde die Karte auf der markierten Stelle. Ach, die erhabene Ebene. Bringe Dorian zu lachen im Möbel. Mit Dorian ausgelöscht Venatori. Rede mit Sera über den Marsch. Triff dich in Valrus mit Josephine. Aus den Reihen der Wächter. Wo muss ich dafür überhaupt hin? Da. Kammwald. Hier wartet der Abgrund. Aber wenn ich die einfach alleine töten kann, die Venatori, dann sollte das ja hier oben dann auch gehen. Ohne Dorian. Obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich das schon mal versucht habe. Hat sie das Bild von Vivienne jetzt verändert? Hat sie eigentlich ihren Liebsten jetzt getötet? Wollte sie den retten? Oder was wollte die machen? Mich hat die Szene eigentlich nur verwirrt. Es hat mir überhaupt nichts gebracht, nichts Storytechnisches, gar nichts. Sie ist einfach hingegangen und hat irgendeine Mittel hergestellt, ein Verjüngungstrank oder sowas, ne? Sollte sie eigentlich werden. Da hat sie das dem gegeben, da hat er gesagt, alles wird gut und dann ist der gestorben. Auf eine kitschig dramatische Art. Letzte Bastion guter Mensch. Ach so. Da bin ich mal gespannt, ob er einfach alleine hingehen kann und dann taucht Dorian einfach auf. Oder ob ich den wirklich zwanghaft bei mir im Team haben muss. Weil kann ja sein, dass durch Patches und so weiter das inzwischen nicht mehr nötig ist. Komm, Rantanplan. Wir gehen ein paar Leute töten. Ich hätte auch für die Folge einen Drachen noch mehr mir vornehmen können. So. Nächster Schuss. Ihr könnt da eh nix. Entspannt euch. Feuer, 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 Feuer. Bindungsmagier. Hier, fress mein Pfeil. Nochmal Feuer, 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 Pfeil. Dann machen wir noch ein bisschen vergiften und alles wird gut. Ach so. Der ärgert Solas da hinten. Da ist keine Falle. Es klappt sogar wirklich. Oh. Was liegt denn da vorne? Schön. Das so Plündernde ist einfach mal in die Wand gefallen. Sehr gut gemacht, Spiel. Ah, da oben waren wir auch schon. Was gibt's hier unten? Unerledigte Geschäfte. Ach so, das ist für Cassandra Leute töten. Werden wir auch mal eben erledigen, wenn wir hier sind. Auf Reise. Auf Reise. Auf Reise. Da in die Richtung am besten. Schon lange her, da ich hier in der Ecke war. Sir Revenger Thrawn. Das ist einer der Templer, hinter denen Cassandra her ist. Richtig, und guck mal, was ich hier für eine Kacke mache.
Einfach hingehen und den plattballern. Und er ist tot, ohne zu wissen, was ihn getötet hat. Ein Problem weniger, um das ich Cassandra Sorgen machen muss. Aber schon ein bisschen komisch, da ich für Cassandra hier, ja, wie soll man, Meuchelmörder eigentlich spiele, mehr oder weniger. Obwohl für Dori mache ich ja, Dorian, für Dori. Für Dorian mache ich eigentlich dasselbe. Alle wollen, dass ich irgendwen töte. Weil es einfach Quest geworden, wo ich den Kampf umgehen kann. Wahrscheinlich kann ich am Ende den Endkampf umgehen. So, vollen Schaden. Explosionsfall, dann ist nämlich der auch im Eimer. Danke, dass du ihn umgeschmissen hast. Haut der gerade ab? So, sehr schön. Jetzt können wir wenigstens auch mal den Schrott mit einsammeln, den nicht verlieren. Für die Hauptkiste eigentlich schon zu over, oder? Mal ab nach Norden. Hier gibt es da auch einen Reisestein. Oh, mussten wir jetzt hier unten noch irgendwas machen? Nee, da haben wir nichts mehr. Dann gehen wir in die Taverne. Hä? Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. Wo geht's denn hin? Kam ich da früher auch schon nicht dran, ne? Stimmt, das war im verschlossenen Haus da vorne. Mal gucken, ob ich den Schlüssel inzwischen habe, beziehungsweise nicht habe. Oder ob ich das so aufschließen kann. Oh, kann ich sogar wirklich. Ist auch schön, euch zu sehen. Beachtet mich nicht. Ich gehe nur in dieses schöne Ruderhaus rein. Toll, Bianca meisterhaft verzierter Griff. Ah, eine gefundene Flasche an Getränken. So läuft das. Haben wir auch schon 22 von 29 gefunden. Obwohl ich da wirklich nicht weiß, ob ich am Ende alle gefunden habe. Bitte, mein Sohn, sag nichts. Lass die Träume einfach nur träumen. Also was ich auf jeden Fall will, ist Story. Nicht unbedingt alle Quests noch offen haben und natürlich alle Drachen töten. Ich habe am Wochenende auch auf dem Netzwerktreffen mit einem gesprochen, der hat auch Dragon Age Inquisition gespielt, hat das durchgespielt und hat irgendwie nicht die Drachen getötet. Also der hat nur einen einzigen Drachen getötet in der ganzen Story und man fragt sich so, Scheiße, der hat nicht das Beste gemacht. Weil was ist schon geiler als Drachen töten? Wie ich sehe, ist hier niemand. Zeigt er sich etwa erst, wenn ich Dorian herbringe, oder war er überhaupt nicht hier? Ich denke mal, er wird sich zeigen, wenn du Dorian mitbringst. Was würde ja auch Sinn machen. Geh weg. Boah, lass mich doch einfach raus. Boah, KI. Weg. 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 Fenster ist zu groß zum raushüpfen. Also müsste ich doch mit dem Magier hier rein. Aber ich glaube, der ist scheiße ausgerüstet. Beziehungsweise ich habe den überhaupt nicht mehr ausgerüstet seit 20.000 Jahren wahrscheinlich.
Lad. Jetzt reise ich mit der Gruppe, ne? Kann ich nicht hier vielleicht... nicht auch schon auswählen, wen ich mitnehme? Ne, nur im Lager, ne? Da müssen wir nochmal kurz in Lager reisen. Da muss ich da die Gruppe verändern und da müssen wir nochmal da rein. Es gibt nichts zu berichten. So, Solas werden wir wohl mal behalten. Blackwall und Vivienne. Weil ich mich jetzt gerade nicht mit ihm auseinandersetzen will, werden wir einfach automatischen Stufenaufstieg machen. Was hat er gelernt? Barriere, Feuer, Hast, Energiesperrfeuer. Können auch mal ganz kurz gucken wegen Rüstung. Guck mal, kann er doch den anziehen. Sogar einen Tick besser. Obwohl natürlich alles Kacke ist, was wir gerade haben. Kann den kräftigen Stab noch nehmen. Der macht doch hier so einen Blödsinn. Und dann kriegst du noch den billigen Gürtel der Gesundheit. Ich glaube, amuletttechnisch haben wir gar nichts. Außer Amulett des Lightwolfs und ausgezeichnete Amulett der Geschicklichkeit. Hat man nicht eigentlich mit dem Energiesperrfeuer noch irgendeinen Ring? Weil hier keine Ringe sind, die er benutzen kann. Egal, er muss ja eh nur kurz mit. Boah, cooler Zauber. Auch cool. Aber wir nehmen dich jetzt erstmal nach da oben mit. Da 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 dam dam da la dam. Da la dam dam da la dam. Ist er nicht, der hat noch ein Level up. Ne, hat er nicht. Sehr schön. Wir können es zeitlich sogar noch schaffen. Wenn ich jetzt nicht hier beim Händler reingehe, nein. Also doch, wir machen eben hier was, aber nur die ganzen billigen Sachen verkaufen. Streiter mit der Legion der Toten. Nur Krieger, Voraussetzung Stufe 13. Die Rüstung dazu kann ja auch nur ein Zwerg tragen. Den kann ich auch verkaufen. Verzehrter Langbogengriff auch weg. Habt ihr noch interessante Rezepte hier? Nö. Bisschen Rüstung habt ihr hier. Ihr habt eine meisterhafte Speerrüstung. Für Stufe 8. Zur Verschwendung hier, so für sowas Geld auszugeben. So, dann kommt mal mit. Dorian, du auch. Wir müssen uns jetzt mal gucken, was der Bote deiner Eltern zu sagen hat. Bevor die Leute einschlafen. Oh, hier ist niemand. Das verheißt nichts Gutes. Dorian. Vater.
Diese ganze Geschichte über den Bediensteten der Familie war also nur... was? Ein Vorwand? Man hat es dir also erzählt. Bitte entschuldigt, dass ich euch getäuscht habe, Inquisitor. Es war nie meine Absicht, euch in diese Sache mit hineinzuziehen. Natürlich nicht. Magister Pavis könnte unmöglich in die Himmelsfeste kommen und sich mit dem Inquisitor sehen lassen. Was würden die Leute denken? Was genau ist das hier, Vater? Ein Hinterhalt? Eine Entführung? Ein herzliches Familientreffen? So war es schon immer. Ihr habt das alles auf euch genommen, um Dorian hier zu treffen. Redet mit ihm. Ja, Vater, rede mit mir. Sag mir, wie verblüfft du über meinen Zorn bist. Dorian, es gibt keinen Grund. Ich bevorzuge die Gesellschaft von Männern. Mein Vater missbilligt das. Das müsst ihr mir erklären. Ich etwa? Männer und deren Gesellschaft in körperlicher Hinsicht. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört. Ich hatte einen Verdacht. Nicht nur gehört. Nein, ich wusste es nicht. Ich hatte es einfach nicht erwartet. Nun, es ist ja nicht so, als würde ich mich folgendermaßen vorstellen. Hallo, mein Name ist Dorian, ich mag Männer. Aber vielleicht sollte ich das ab sofort tun. Ich habe manchmal den Eindruck, als wäre das alles, was irgendwen interessiert. Dieses Verhalten ist unangebracht. Nein, es ist angebracht. Du hast es herausgefordert, indem du mich hierher gelockt hast. Das hier ist nicht das, was ich wollte. Ich war nie, was du wolltest, Vater. Oder hast du das etwa vergessen? Dann ist das in Tyrwinter ein großes Problem? Nur wenn man versucht, unmöglichen Maßstäben gerecht zu werden. Die Familien Tyrwinters heiraten untereinander, um den perfekten Magier zu destillieren. Mit perfektem Körper und Verstand, dem perfekten Anführer. Das heißt, dass jeder vermeintliche Makel, jede Abweichung vom Ideal abartig und beschämend ist. Und so etwas muss verborgen werden. Euer Vater ist vielleicht hier, um euch die Hand zu reichen. Ihr könntet ihm zumindest eine Chance geben. Lasst uns einfach gehen. Dorian, bitte hör mir doch einfach zu. Warum? Damit du noch mehr hübsche Lügen verbreiten kannst? Er lehrte mich, Blutmagie zu hassen. Der Ausweg des schwachen Geistes, das sind seine Worte. Aber was war das Erste, was du getan hast, als sich dein kostbarer Erbe weigerte, den Rest seines Lebens als Heuchler zu verbringen? Du hast versucht, mich zu ändern. Ich wollte nur das Beste für dich. Du wolltest das Beste für dich? Für dein verfluchtes Vermächtnis? Dafür würdest du alles tun. Ihr habt euch eine Menge von der Seele geredet. Könnt ihr ihm nicht die Chance geben, dasselbe zu tun? Erzähl mir, warum du hier bist. Hätte ich gewusst, dass ich dich der Inquisition in die Arme treiben würde? Das hast du nicht. Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil es das Richtige ist. Ich hatte einst einen Vater, der das gewusst hätte. Ich hatte einst einen Sohn, der mir vertraut hat. Doch ich habe dieses Vertrauen missbraucht. Ich wollte nur mit ihm reden. Um wieder seine Stimme zu hören. Um ihn zu bitten, mir zu verzeihen. Also effektiv war Dorian jetzt dagegen. Aber trotzdem hat es doch jetzt irgendwas Gutes gehabt. Oder wird Dorian jetzt sterben? Er hat den anscheinend versucht, mit Blutmagie zu verändern. Dass er nicht mehr schwul ist. Er sagt, wir wären uns ähnlich. Wir wären beide zu stolz. Es gab eine Zeit, da wäre ich überglücklich gewesen, diese Worte von ihm zu hören. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihm verzeihen kann. Er hat versucht, euch zu ändern? Er war verzweifelt. Ich wollte mich nicht verstellen und irgendein Mädchen heiraten, um alles Anstößige hinter verschlossenen Türen zu halten.
Wie selbstsüchtig von mir, dass ich keine Lust hatte, den Rest meines Lebens innerlich zu schreien. Also wollte er ein Blutritual durchführen, meinen Geist verändern, mich akzeptabel machen. Ich fand es heraus und bin gegangen. Geht es euch gut? Nein, nicht wirklich. Danke, dass ihr mich dorthin gebracht habt. Es war zwar nicht das, was ich erwartet hatte, aber doch zumindest etwas. Beim Erbauer, was müsst ihr nur von mir denken, nach so einer Vorstellung? Ich denke, dass ihr ausgesprochen mutig seid. Mutig? Es ist nicht leicht, die Tradition hinter sich zu lassen und seinen eigenen Weg zu gehen. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mich bis zur Besinnungslosigkeit betrinke. Das ist heute genau der richtige Tag dafür. Leistet mir doch irgendwann mal Gesellschaft, wenn euch der Sinn danach steht. Was denkt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ganz offensichtlich höre ich mir das Gegacker einer Henne an. Versucht nicht, den Narren zu spielen, junger Mann. Ich versichere euch, wenn ich den Narren spielen wollte, wäre ich weitaus überzeugender. Eure spitze Zunge wird euch nochmal in Schwierigkeiten bringen. Ihr werdet überrascht, wohin meine Zunge schon überall gebracht hat, Hochwürden. Ja, Freunde der Spielkultur, das war's dann für heute schon aus der Folge. Muss sagen, Dorian ist wirklich so ein Charakter von der Synchronstimme und von insgesamt finde ich den echt eigentlich ziemlich cool, so ein richtiger Enrique Iglesias eigentlich. Aber ich habe ihn ja wieder in die Arme seines Vaters ein wenig getrieben und es wird lange brauchen, bis sich das dann wieder beruhigt. Also der Vater, der eigene, der dann das Kind mit Blutmagie verändern will. Aber es gab ja schon häufig solche Sachen mit Tradition und schießt mich tot und man ist enttäuscht. Und die Eltern versuchen dann das Beste aus ihrem Kind zu machen. Aber es nimmt ja eigentlich insgesamt jetzt gerade noch ein Gutes. Und deshalb ist es nicht verkehrt, dass ich ihn dann doch dahin getrieben habe, mit dem Vater wenigstens zu reden. So, und weiter geht's dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Dragon Age Inquisition. Wenn es euch gefällt, lasst doch ein Like da. Bis dahin, ciao, euer Doc.